Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Himalayan Mysteries in dem Level Denboche Monastery. Ja, wir sind in den letzten Folgen hier in dieses Kloster gekommen, was wir hier mitten im Himalaya gefunden haben. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt eigentlich dieses Denboche? Und bin der ganzen Sache nochmal so ein bisschen auf die Spur gegangen, habe mir das auf TRLE nochmal durchgelesen. Und zwar hängt das mit der Story dieses Spiels zusammen. Es war ja so, dass vor 2500 Jahren ein Feuerball hier auf die Erde kam, genauer gesagt hier im Himalaya-Gebirge. Und aus diesem Feuerball, aus den Wrackteilen davon, kamen außerirdische Wesen heraus. Und diese Einwohner, die Ureinwohner vom Himalaya, die haben dann angefangen, diese Wesen zu verehren und zu vergöttern. Haben denen dieses Kloster hier aufgebaut. Und daraus ist ein Denboche-Kult entstanden, also wie eine Religion, die diese außerirdischen Wesen verehren. Und jetzt haben wir uns mit Lara hier auf den Weg in den Himalaya gemacht und versuchen herauszufinden, was es mit diesen Außerirdischen auf sich hat, diesen Denboche-Kult überhaupt, und kämpfen uns jetzt hier durch das Kloster, um den ganzen Rätseln auf die Spur zu kommen. Ja, dafür haben wir in der letzten Folge einen Schlüssel gefunden und der passt auch hier rein, das ist perfekt. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf dem Weg durchs Kloster zu unseren Außerirdischen. Sind wir mal gespannt, wann wir früher oder später auf sie treffen werden. Das klingt doch nach Tomb Raider 2 Kloster. Hier haben wir eine sehr große Area. Ah. Mit verschiedenen Türen. Es gibt wohl 4 Türen. Das ist wahrscheinlich der Reis, keine Ahnung. Oder irgendein Pulver. Und ich schätze mal, dass wir diese 4 heiligen Gegenstände finden müssen. Die wir dann da in diesen Schalen einsetzen müssen. Dafür gehen wir jetzt gerade nochmal hier raus. Um euch das einfach nochmal zu zeigen. Ich schätze nämlich mal, dass wir dann diese ganzen Sachen, die wir finden, dass es 4 Stück an der Zahl sind, hier in diesen Schalen einsetzen müssen. Währenddem diese wunderschöne Klostermusik läuft, schauen wir auch nochmal, was es mit dem Spiegel auf sich hat. Sehr, sehr schöne, nostalgische Mönchsmusik. Das muss ich ja wieder mal sagen an der Stelle. Sehr, sehr schön. Ja, wie erwartet, kommen wir hier hinten rein durch den Spiegel in den Raum, wo wir dann diese 4 heiligen Gaben einsetzen müssen. Deswegen hatten wir auch den Sanctuary Key, sind jetzt da in dieses Heiligtum gekommen und da suchen wir jetzt nach diesen 4 Gegenständen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir nämlich hier alles soweit erledigt und können uns jetzt dieser großen Stelle widmen. So, nur wer fängt mal da am besten an? Das ist die große Frage. Und ich würde sagen, wir haben nämlich schon eine Tür geöffnet. Und dann gehen wir doch da auch direkt mal rein. Ich denke mal, hier gibt es doch sehr, sehr viel zu erforschen. Aber bevor wir jetzt hier dieses ganze Drumherum uns alles anschauen und durchsuchen und hast du nicht gesehen, gehen wir doch erstmal in die erste Tür. Weil wir müssen sowieso die anderen Türen suchen und da kommt man, denke ich, automatisch auch überall hin. Früher oder später. Ja, das wird ein bisschen dauern, denke ich, bis wir hier uns einen Überblick verschafft haben. Aber ich freue mich da jetzt drauf. Ich glaube, das wird richtig cool. Und ich habe jetzt wirklich doch wieder so ein bisschen Entdeckungslust hier gerade, aber ich habe jetzt keine Lust, mich hier zu verzetteln. Deswegen gehen wir jetzt wirklich erstmal Richtung Tür, die wir da gesehen haben. Und die ist nämlich hier unten. Oder? Ist die... Ne, hier ist die Tür, die wir geöffnet haben. Interessant. Was wäre jetzt hier unten noch? Da kommt man dann runter ins Wasser.
Wieso haben wir da jetzt Leben verloren? Hier unter Wasser ist auch eine Tür, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, aber da kommen wir, denke ich, später überall noch hin. Jetzt gehen wir erstmal durchs erste Tor und schauen, was hier auf uns wartet. Ich habe noch in Erinnerung, dass es hier auch sehr schwierige Stellen gibt. Aber wir machen das. Wir packen das schon. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, also ich habe es auch schon mal gepackt. So, hier gibt es jetzt drei Wege. Wir fangen einfach mal rechts an. Warum? Keine Ahnung. Das hier, ist das ein Block? Nee, damit kann man nichts tun. Oh ja, das ist auch gerade das Schwere, was ich in Erinnerung hatte. Das haben wir natürlich hier gleich als erstes. Oh Gott, nein, wir gehen nicht nach rechts. Das habe ich ganz mies in Erinnerung. Richtig mies. Gehen wir erstmal hier hin. Weil das ist nämlich gar nicht so einfach, was in diesem Kloster alles auf uns wartet. Das kann ich euch schon mal sagen. Hier haben wir auch wieder so Rampenspielchen. Aber dafür war diese Tür am einfachsten zu finden. Vielleicht sind die Rätsel hier am schwersten. Und wenn man brennt, kann man sich hier auch auslöschen. Und die Tür ist zu. Na toll. Ja, dann fangen wir erstmal ohne Feuer an, weil ich glaube, das ist vielleicht noch ein Ticken einfacher als mit Feuer. Versuchen wir es mal. Da irgendwie hochzukommen. Ich habe keine guten Erinnerungen daran. Aber das hat ja schon mal geklappt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Und ich habe ja auch seitdem, glaube ich, 6, 7 Jahre mehr Tomb Raider-Erfahrung. Und daher müsste das doch irgendwie gehen. Das war schon mal nix. So, und ich glaube, das ist jetzt eine Schwierigkeit, dass man hier irgendwie so einen Drehungssprung hinbekommt. Und auf der anderen Seite richtig zu landen. Probieren wir es mal. Ja. Und ich glaube, das geht aber auch so nicht. Wir müssen, glaube ich, unter Rückwärtsrolle arbeiten. Und dann irgendwie hier dran. Seht ihr das? Das ist nämlich gar nicht einfach. Und da habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange gehangen früher. Da werden wir jetzt wahnsinnig viel Spaß mit haben. Aber wir speichern jetzt mal so, weil das ist, glaube ich, die bessere Ausgangslage. Und dass sie sich dann hinhängt, das ist die Kunst. Das ist die große Kunst. Vielleicht kann man auch noch einen Ticken hier rüber. Aber das ist doch, glaube ich, zu viel, was sie hangelt. Weil dann springen wir direkt daneben. Und das wollen wir auch nicht. Wir müssen nur so ein bisschen diese Ecke mitnehmen. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ja. Dass diese Stelle mir 7 Jahre in Erinnerung geblieben ist, das hat auch was zu heißen, glaube ich. Oder gehen wir es falsch an, das ist auch möglich. Aber Custom Levels haben in der Regel auch so bissige Stellen, also das ist nicht ungewöhnlich. Oder wir müssen so und dann direkt wieder irgendwie so, wisst ihr? Dass man da jetzt noch 2 Drehungen macht und dadurch sich dann da dran hängen kann. Ist das eine Idee? Da verkrampft man sich auf jeden Fall alle Finger dafür. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen anders. Indem wir nicht ganz gerade da hochgehen, sondern so ein bisschen schräg. Ah, nee, wir müssen ja auch... Ja, über die Rampe war das. Dass wir da so ein bisschen schräg schon springen, dass wir nicht ganz bündig sind. Dass wir die Ecke mitnehmen von der Rampe. Versteht ihr, was ich meine? Dass man jetzt vielleicht irgendwie da die Ecke noch erwischt von der Rampe. Nee, das ist zu weit. Und das jetzt wahrscheinlich wieder genau... Ja, so vielleicht. Wir probieren es einfach mal. Nee, das ist jetzt nämlich schon wieder zu weit links. Das ist echt gar nicht so easy. Wie macht man das jetzt am besten? Erst nochmal so, dass man wirklich genau die Ecke hat.
So, weiter geht nicht. So, und jetzt nochmal. Irgendwie werden wir das doch hinbekommen. Aber da hängt sie sich nicht hin. Das ist echt so eine böse Stelle. Das ist echt fies. Aber ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Weiß nur nicht wie. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Vielleicht haben wir wirklich die falsche Vorgehensweise. Auch möglich. Dass man jetzt Rückwärtsrolle macht? Ja, da sind wir nämlich schon mal drauf gelandet. Habt ihr es gesehen? Dass man irgendwie so? Ja, so funktioniert's. Gut, jetzt nochmal ein richtig. Oh, fuck. Das habe ich ja nicht gesagt. Das habt ihr alle nicht gehört. Aber das ist echt irgendwie... Ja, weil sie sich da noch abstößt. Aber wir sind kurz davor, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Aber dann greift sie es nicht. Und wenn man sich ein bisschen dreht, dann stößt sie sich ab. Aber es ist doof. Es ist wirklich doof. Ja, und wenn man sich dreht, dann packt sie es nämlich nicht. Und wenn ich direkt die Arme nach vorne mache zum Hinhängen... Jetzt hat sie es gemacht. Okay. Das war so ein Mittelding davon. Halleluja. Das ist auch passend zum Kloster, auf jeden Fall. Und das ist echt harte Nummer, die ich wirklich noch im Kopf hatte. Aber wir haben es geschafft. Ich bin begeistert. So, den Glockenschlag haben wir gemacht. Das heißt, wir müssen hier, denke ich, nicht nochmal hoch. Und das war echt jetzt nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Kommt man jetzt auch wieder lebend hier runter irgendwie? Das ist jetzt wieder die nächste. Ja, also runter kommen wir schon mal. Nur lebend müssen wir noch runterkommen. Haben wir das jetzt eingeschossen? Ja. Nicht, dass wir den Fehler jetzt auch noch machen. Aber so müsste man runterkommen. Das Leben ist mir jetzt auch egal. So. Also eine Glocke haben wir angeschossen. Und mit der zweiten müssen wir das wahrscheinlich auch machen. Und dann öffnet sich bestimmt die Tür hier. Das ist jetzt meine Theorie. So, jetzt wird es aber nicht viel einfacher, weil wir hier noch das Spiel mit dem Feuer haben. Das heißt, wir haben uns das Einfachere noch nicht... Egal, was ich sagen wollte. Macht eh keinen Sinn. So, jetzt müssen wir uns nämlich konzentrieren. Stellen uns mal hier so hin. Ja, das war jetzt zu viel des Guten. Nee. Aber vorgehen. Ah, nee, es war jetzt zu früh. Man darf natürlich nicht... Okay, das passt. So, und dann mit einer Rückwärtsrolle müssen wir doch da hochkommen. So. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, so auch nicht. Ein bisschen so vielleicht. Ja, dann kommen wir drauf. So, noch mal kurz warten, bis das Feuer ganz weg ist. So. Oh, oh. Oh Gott. Müssen wir da jetzt auch noch drauf achten, oder was? Okay, also es gibt wieder so einen Spaß, merke ich gerade. Nach der Folge haben wir auf jeden Fall was geschafft. Uiuiui. So, zwischenspeichern. Okay, das ging. Das war okay. Puh, ja, das hätten wir. Und jetzt ist bestimmt diese Tür offen. Hoffen wir es mal, drücken die Daumen und... Sie ist offen und wir haben unser erstes Artefakt gefunden. Sehr gut, was ist das? Chivang Medizin, okay. Irgendeine chinesische Medizin. Gut, okay, das war das erste und das war das, was ich auch noch in Erinnerung hatte und sehr schwierig empfand damals und das haben wir jetzt erfolgreich gemeistert. Ich bin zufrieden und dann können wir uns ja direkt auf den Weg zur nächsten Tür machen. Mal schauen, wo die sich versteckt.
Jetzt kommen wir auf jeden Fall auch hier hoch, auf die Dächer. Hier sind jetzt verschiedene Kugeln. Ich glaube, die löst man dann aus, wenn man die Sachen einsetzt oder so. Schauen wir dann mal. Und suchen mal den nächsten Schalter. Hier ist nix. Ja, deswegen sind hier auch überall so diese ganzen Schrägen, weil dann diese Kugeln nämlich da überall runterrollen. Schauen wir doch mal hier rein. Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist doch ein schöner Gang. Da kommt man bestimmt mal irgendwann raus. Hier kommt man hoch. Da ist so ein Säbel, aber die Luke ist noch zu. Das heißt, das brauchen wir gar nicht erst probieren. Finden wir irgendwo einen neuen Schalter? Hier geht es jetzt nur tief nach unten. Was haben wir hier? Da müssen wir jetzt irgendwie rüberspringen. Aber unten im Wasser wird es wahrscheinlich auch was geben. Aber jetzt sind wir erstmal hier oben. Da gucken wir auch hier oben erstmal. Hier haben wir auch einen Gang. Mit einem Medipack. Das ist doch eigentlich eine schöne Position, um abzuspeichern. Und schau, bis zum nächsten Mal zu sagen. Also bis dann.